Montag 18 Uhr ist die perfekte Zeit für Eishockey und die perfekte Zeit fürs Magazin. Im Normalfall hätte hier gestern um 17.30 Uhr der KAC gespielt, hat aber nicht. Und unser Experte Marc Frauand weiß auch warum. Was ist denn passiert? Ja, servus einmal, Joshi. Ja, schönen guten Abend zu Hause. So viel Zeit muss sein. Ja, leider. Das Spiel wurde aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen, so wie es die Liga immer so schön formuliert, verschoben. Das heißt, einer der beiden Teams hat zu viele Covid-Fälle gehabt und aufgrund der Covid-19-Appendix des Gamebooks ist es zu dieser Spielverschiebung gekommen, nämlich wenn mehr als 4 Spieler einer Mannschaft positiv getestet werden oder wurden, dann empfiehlt die Ärztekommission, dieses Spiel zu verschieben. Man muss ja sagen, es hat ja nicht nur den KAC betroffen, es sind ja viele Spiele, die aktuell einfach verschoben werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, nicht abgesagt, sondern sie werden ja nur verschoben. Jetzt gibt es ja, Marc, seit Corona, also seit 2020, auch für jeden Club diese Fit-to-Play-Liste. Was ist das genau, wie funktioniert die? Ja, ist vielleicht eher mal interessant, dass man da drüber redet, was alles im Hintergrund passiert, weil da passiert nämlich verdammt viel. Aufgrund dieser Fit-to-Play-Liste, also von dieser Fit-to-Play-Liste werden Spieler, Betreuer und Trainer natürlich, alle Personen, die direkten Kontakt haben mit der Mannschaft, erfasst und die werden einmal jeden Tag getestet. Jeden Tag? Jeden Tag. Also muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, was das auch für ein administrativer Aufwand da ist und dahinter steht. Plus am Spieltag wird auch noch einmal um 8.30 Uhr werden alle noch einmal auf dieser Fit-to-Play-Liste getestet und bis 12 Uhr muss diese Fit-to-Play-Liste an den Verband oder beziehungsweise an die Eishockey-Liga gesendet werden und diese Liste wird von einem verantwortlichen Teamarzt dann auch unterzeichnet, wird dann übersendet und dann entscheidet die Liga, ob das Spiel stattfindet oder verschoben werden muss. Und angesprochen ist es, 8.30 Uhr am Spieltag wird getestet, bis 12 Uhr müssen dann irgendwo müssen die Ergebnisse herkommen, 12 Uhr muss eingesendet werden. Deswegen auch oftmals die kurzfristigen Absagen der Spieler, weil man diese Tests natürlich abwartet. Ein immenser Aufwand natürlich auch für den gesamten Hintergrund einer so großen Organisation wie der KACS ist. Und die Belastung, Marc, glaube ich, ist riesengroß. Also gerade diese Kurzfristigkeit für die Teams, natürlich auch für die Fans zu Hause, die dann auch nicht genau wissen, sich dann testen. Das betrifft dann wirklich alle, die Eishockey lieben. Ja, aber da müssen wir halt durch, wenn wir halt Hockey sehen wollen. Und damit vielleicht auch die Brücke von Corona zum Eishockey, denn es ist Gott sei Dank auch Eishockey gespielt worden. 2 Spiele hat es gegeben vom KAC, eines in Villach, Marc, und das war die 3:4 Overtime-Niederlage, aber eine Niederlage, die vielleicht nicht so sehr wehgetan hat, oder wie hast du das gesehen? Ja, weil viele verletzte Spieler, angeschlagene Spieler und ich glaube, da kann man sich über diesen einen Punkt sehr, sehr freuen, den man in Villach gewonnen hat und weil es so schön ist, die Tore so schön waren, glaube ich, schauen wir gleich mal hinein. So, mein Kommando jetzt, gell? Ja, Klagenfurt durch 2 eher individuelle Fehler, 2:0 in Rückstand gelegen. Man geht in das zweite Drittel, da befinden wir uns jetzt aktuell. Klagenfurt im Überzahlspiel, eine gute Arbeit hier an der Bande. Man erkämpft die Scheibe und jetzt geht es relativ schnell. Würschel auf Postma wieder zurück. Also man sieht schon auch Niki Würschel im Überzahlspiel hat seine Arbeit sehr, sehr gut getan. Noch viel besser jetzt, wie wir es gesehen haben, Lukas Haudum mit einem schönen Powerplay-Treffer zum Anschluss 1:2. Hier sehen wir, wie der Lukas Haudum da die Bewegung zum Tor macht. Somit muss sich auch der Torhüter wie hier bewegen. Ist nicht ganz auf den Beinen, rutscht ein bisschen herum. Jetzt ist aber dann zu spät, beinahe und wunderschön ins lange Eck. Aus der Perspektive sehen wir es noch einmal. Also aus meiner Sicht, beinahe ohne Chance. Also Torhüter bewegen, das haben wir auch schon von Christoph Brandner und den zweiten Experten auch gehört. Ja, bewegen müssen sich aber auch die Stürmer. Eindrucksvoll hier bewiesen, wieder mit einem guten Vorcheck. Klagenfurt hier bei 5 gegen 5.
Ja, und da muss man sagen, Glück des Tüchtigen, der Puck wird zweimal abgefälscht, einmal hier, dann landet er am Eischuh vom Clemens Unterweger, aber, und das ist jetzt das Wichtige und Schöne, Daniel Obersteiner, das ist kein Glück, da war nicht mehr Glück, nämlich Reaktionsschnelle im Zweikampf, VSV-Spieler war dabei, aber eben nur dabei, hat den Stock nicht kontrollieren können von Daniel Obersteiner, ein wunderschönes Tor hier von ihm. Haben wir auch schon gelernt, Schnelligkeit, schnell schießen, ja. Und das soll es nicht gewesen sein, Marc. Ja, es geht weiter. Klagenfurt wieder in der Vorwärtsbewegung. 3:2 steht es zu diesem Zeitpunkt. Aber es muss ja nicht immer ein Stürmer sein, sondern wir haben ja auch den Martin Schumnick. Ja? Und der steht da ganz eiskalt. Da kriegt er noch eine mit auf die Reise. Die wird er aber gern mitnehmen, weil er soeben den Ausgleich erzielt hat. Hochinteressant, dass er sich da vorne positioniert. Ja, 100 Pfund ist ein bisschen grantig. Nicht mit meinem Martin Schumnick. Aber hier sehen wir, wie er da verbissen nachsitzt. Vorbei ist erst, wenn der Schiedsrichter pfeift. Hier sehen wir hinter Tor des Schiedsrichter perfekte Positionierung. Auch das üben ja und lernen die Schiedsrichter, dass sie sich bei solchen Szenen da hinten positionieren. Wir sehen hier ganz genau, dass hier der Ref alles unter Kontrolle hat. Fast aus diesem Winkel, aus dieser Perspektive wie hier gesehen. Und jetzt sehen wir noch, er zeigt Tor. Der war klar hinter der Linie. Und aufgeben tun wir nicht. Und wenn es der vierte Nachsetzer ist, Anna ist drinnen. Und dann kann man zurecht jubeln. Die Mannschaft hat gejubelt, hat gut getan, ja, zumindest diesen Punkt noch zu holen. Am Ende hat sie nur, ist es nur unter Aufrechtsein ein Punkt geworden. Ja, es war vielleicht ein bisschen Pech dabei, auch 12 Sekunden vor Schluss, dann Krastenbergs. Ist so, ich glaube, können wir so abschließen, guter Punkt und dann Punkt gewonnen. Genau, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Spiel in dieser Woche, das war schon zwei Tage später. Und das war ein spektakulärer Abend. Wir haben das auch im Livestream damit kommentieren dürfen, weil, und vielleicht beginnen wir, Marc, bei diesem heroischen Kampf an diesem Abend einmal mit dem Line-Up und schauen uns das einmal an, weil ich weiß nicht, wann es das nächste Mal dieses Line-Up nochmal geben wird, des KAC. Und gehen wir es einmal durch, wer da alles gespielt hat und wo vor allem. Ja, vor allem müssen wir sagen, wer nicht gespielt hat. Ist ja viel interessanter. 9 Spieler out, darunter 6 der 7 Punkte besten Spieler dieser Saison. Und das muss man ja einmal wegstecken, das ist ja fast nicht möglich. Schauen wir mal beispielsweise in die dritte Linie, weil wir den Niki Würschl schon angesprochen haben, der ist ja gelernter Verteidiger, der hat da ganz normal und souverän die dritte Linie gesentert, rund um Fabian Hochecker und Samuel Witting. David Meyer, das ist dann der 10. Stürmer, auch gelernter Verteidiger. Ja, das ist schon bemerkenswert, mit welchem Line-Up der KAC hier quasi angetreten ist und auch gewinnen hat können. So viel können wir ja schon verraten. Die KAC-Fans wissen es natürlich auch. Aber vielleicht noch einmal, dass man es noch einmal gehört hat. Koch out, Petersen out, Teacher out, Fraser, Bischofberger, Sticher, Strong, Haudum und Marcel Witting, alle nicht dabei. Deswegen dieses Line-Up und dieser wirklich heroische Kampf des KAC. Und im Vergleich dazu muss man sagen, also Graz war an diesem Abend komplett. Und die waren komplett. Die waren wirklich komplett. Und ich würde sagen, weil es so wunderschön war, Marc, gehen wir mal ins Spiel dann auch rein und schauen uns das mal an, weil es wirklich ein wunderschöner Abend, natürlich aus Sicht der Rotjacken war. Und die Tore schauen wir uns gerne nochmal an. Wunderschöner Abend mit einem wunderbaren Start, nämlich schon nach 64 Sekunden geht der KAC 1:0 in Führung durch einen wunderschönen, harten Handgelenkschuss von Paul Postma. Manuel Geier war es und Obersteiner mit einem druckvollen Vorcheck im Livestream, haben wir es eh oft angesprochen, dass Klagenfurt sehr explosiv gestartet ist, versucht hat, Graz immer unter Druck zu setzen, auch bei diesem Tor, wenn wir sehen, dass da nichts aufgegeben wird, das ist in Überzahl, keine 2 Minuten später, nach einem 1:0 und dann ist es der Kapitän höchstpersönlich, der den KAC 2:0 in Führung bringt. Und das gefällt mir da sehr gut, das schöner Pass von Clemens Unterweger, aber dann sieht, dass Gordon nicht richtig in Position ist, nimmt den Schwung mit, hat den freien Raum und ist sich nicht so schade, hier in einen Slot, in den Bereich vor das Tor einzudringen. Da kriegt man oft einmal weh, aber er geht dorthin und belohnt sich selber mit einem wunderschönen Backhand-Tor.
Da waren vielleicht alle noch ein bisschen ungläubig in der Stadthalle in Klagenfurt. 2-0 kann es dabei bleiben. Tut's nicht. Wir haben immer dran geglaubt, Joshi. Auch während des Livestreams haben wir gesagt, es schaut gut aus. Klagenfurt ist absolut zu Recht in Führung, hat das Spiel unter Kontrolle. Und hier ist es wieder. Wunderschöner Pass vom Kapitän und viel Raum. Viel bedeutet viel Zeit für Paul Postma. Und auch diese Chance hat er sich nicht entgehen lassen. Wieder knallharter Handgelenkschuss. Aus meiner Sicht keine Chance für Engstrand. Also Doppelpack für ihn. Immerhin gibt es die T-Shirts, wo das oben steht, wenn der Postma zweimal klingelt. Dann ist er natürlich auch dem gerecht geworden. So, aber Graz hat natürlich auch gedrängt, muss man dazu sagen, Marc. Ja, aber nur kurz. Und dann kommt der nächste Doppelpack des Abends, nämlich der Kapitän vollendet sein 3-Punkte-Spiel, 2 Tore, 1 Assist an diesem Abend. Da kann man schon einmal den Handschuh aufs Eis legen. Schön vorgetragener Konter, wunderschöner Pass von 100 Pfund und ebenso ein schöner Abschluss. Dürfen wir nicht vergessen, Engstrand ist da mit 6 Spielen in Folge nach Klagenfurt gekommen und fährt mit einem 4:2 Niederlage wieder nach Hause. Also auch er muss einmal lernen, dass er verlieren kann. Aus deiner Sicht, Marc, wie kann man diesen Sieg dann auch einschätzen oder bewerten, auch als Team oder für die Mannschaft? Sehr hoch. Sehr hoch aus vielerlei Hinsicht. Einerseits, dass die Mannschaft bewiesen hat, wie sie leidenschaftlich sich aufopfernd spielen kann. Jeder für jeden. Die haben auch sicher gesprochen in der Kabine. Jungs, wir haben ein kurzes Line-up, aber wir haben die Qualität, wir haben Erfahrung drin, wir haben junge Spieler, die jetzt zeigen können, die viel Eiszeit bekommen, aber wenn wir zusammenhalten, uns in die Schüsse reinhauen, die Zweikämpfe grantig reingehen, dann haben wir eine Chance. Und vielleicht wird Graz uns ein bisschen unterschätzen, was ein bisschen passiert ist. An Sebastian Dahm braucht man auch in Überform, dürfen wir nicht vergessen, an 2 Alleingänge neutralisiert von Sebastian Dahm, war auch zur Stelle, wenn man ihn gebraucht hat. Das ist ein gutes Zeichen. Zweitens ist es wunderschön, dass der Trainer das auch sieht, welche Tiefe er im Kader hat. Weil irgendwann, Holzklopfen, lieber früher, später kommen ja die wir aufgezählt haben, ja wieder zurück. Und das heißt, drittens, und das ist auch, glaube ich, gut für alle Beteiligten, ein Konkurrenzkampf wird sehr groß sein, sehr hoch sein, sehr intensiv sein, aber es soll nichts Schlimmeres passieren als das. Wenn man Spiele verliert, machen die Interviews, die Postgame-Interviews nicht so viel Spaß. Wenn man gewinnt allerdings, umso mehr. Wir haben den Kapitän direkt nach diesem heroischen Kampf interviewt, wie gut es ihm eigentlich gefallen hat. Zuerst einmal Gratulation zu diesem unglaublichen Sieg. Aus deiner Sicht als Kapitän, wie kann man diese Leistung heute einstufen von diesem Team? Nein, ich glaube, unglaublich. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber das war wirklich eine brutale Mannschaftsleistung, habe ich selber in der Art und Weise selten erlebt. Ganz schwierig, sich auf so ein Spiel zu vorbereiten. So viele Nebengeräusche, ist echt nicht leicht. Aber wie wir das umgesetzt haben als Gemeinschaft, wie wir rausgekommen sind, wir haben uns einfach vorgenommen, Spaß zu haben und unser Herz am Eis zu lassen. Und ich glaube, das haben wir heute vor jeder Einzelne über 60 Minuten perfekt umgesetzt. Und das macht uns brutal stolz. Ist im Team irgendwas passiert? Habt ihr da euch ohne Trainer mal getroffen und irgendwie zusammengerauft? Oder irgendwie hat man das Gefühl gehabt, das war so eine verschworene Einheit, die man da heute gesehen hat? Nein, ich glaube, wir haben es halt beim Pre-Game-Skate, wenn dann ungefähr weißt, wer spielt und wer nicht, war schon so eine leicht lustige, aber extrem konzentrierte Stimmung. Und wir haben einfach gewusst, ja, es liegt an uns, wir müssen uns gegenseitig pushen, wir müssen uns gegenseitig helfen und es muss einfach jeder Einzelne da sein. Und ich habe dort schon ein gutes Gefühl gehabt und spätestens, wo ich gesehen habe, wie wir in das Spiel eingestartet sind, wie bei jedem geblockten Schuss die Bank aufgesprungen ist und wie wir füreinander da waren, das war echt herrlich. Hand aufs Herz vor dem Spiel, jetzt kommt Graz mit dem vollen Line-Up und wir haben da wirklich, also das Letzte praktisch noch an Leuten zur Verfügung. Hat man wirklich daran geglaubt, heute gewinnen zu können und vor allem in dieser Art und Weise? Ja, auf jeden Fall haben wir an uns geglaubt. Wir haben gesehen in Villach, was möglich war. Selbst dort sind wir nach einem ganz schwierigen Rückstand wieder zurückgekommen, haben uns gegenseitig auch aufgepusht, bitter verloren das Spiel, aber da hat auch, glaube ich, jeder alles gegeben und das hat uns schon gezeigt, hey, wurscht wer spielt, alle die einer kommen, jeder bringt Qualität mit und wenn wir hinten einfach gut zusammenhalten, dann können wir echt jeden schlagen und genauso sind wir heute ins Spiel gegangen und natürlich ist es halt brutal aufgegangen, aber ja, wir haben immer an uns geglaubt. Vielleicht noch abschließend, wie wichtig kann speziell dieser Sieg unter diesen Voraussetzungen für die Meisterschaft heuer noch werden? Ja, ich meine, wie gesagt, von der Stimmung und von der Kabine und allem her ist natürlich brutal wichtig für uns. Es gibt uns extrem viel Energie.
Aber ich glaube, in der Phase, wo wir jetzt sind, geht es einfach darum, dass jeder gesund bleibt, dass wir schauen, dass wir uns perfekt verhalten, dass wir alles richtig machen und hoffentlich gesund bleiben und den Schwung mitnehmen. Ein mentaler Boost? Der ist auf jeden Fall unglaublich, ein mentaler Boost, ganz wichtig. Und ja, wir sind sehr, sehr happy mit heute. Ja, Marc, der Kapitän ist happy, das Team ist happy. Eins ist mir aufgefallen, du hast vorher in deiner Analyse schon die geblockten Schüsse angesprochen. Der Kapitän hat es auch angesprochen, die Bank springt auf. Ist das ein bisschen die neue Währung auch, die geblockten Schüsse? Ja, es war sehr auffallend, weil sehr viele Schüsse geblockt worden sind vom KAC. Und man hat, der Kapitän hat es sehr angesprochen, man hat gemerkt, wie die Bank aufgesprungen ist. Die haben das ja jeden geblockten Schuss so bejubelt wie ein Tor. Ja, das war ja wirklich, wirklich sehr auffallend und auch sehr schön zu beobachten. Weil grundsätzlich hat der KAC aufgrund seines Spielsystems eher weniger geblockte Schüsse. In 28 von 34 Spielen heuer hatte der Gegner mehr geblockte Schüsse als der KAC. Ist natürlich ein bisschen oder sehr auf das Spielsystem begründet, aber zudem ein bisschen später. Im Grazspiel war das mit den geblockten Schüssen gänzlich anders. 23 geblockte Schüsse für den KAC, demgegenüber nur 7 geblockte Schüsse für Graz. Und ich würde sagen, Marc, damit das Ganze auch mit dieser Grafik dann auch belegt wird, wie viel geblockte Schüsse es gegeben hat in den letzten Spielen vom KAC. Schauen wir uns das mal an, Marc, sehr das gerne. Sind sie eigentlich, die letzten Spiele von dir erwähnt, 23 sieht man ganz rechts, das war eben das Spiel gegen Graz. Ja, schauen wir mal den Verlauf an. Vielen Dank an dieser Stelle wieder an die KAC-Statistikabteilung. Das sind die geblockten Schüsse der letzten 20 Spiele und wir sehen da im dritten Spiel haben wir ein bisschen einen Ausreißer nach oben, 18, aber dann pendelt sich es oft einmal einstellig ein. Aber in der Tendenz, schau, die letzten drei Spiele gehen sie deutlich hinauf. Das sind so drei so Fighter-Spiele, richtige Kämpfer-Spiele mit einem dünnen oder kurzen Line-Up, viele Verletzte. Das heißt, die da sind, machen vielleicht im eigenen Drittel nicht alles richtig, aber mit Leidenschaft, mit Herz. Sich in den Schuss hineinwerfen, kann man viel erreichen. Und da siehst du jetzt die letzte, das drittletzte 16, dann 15 in Villach und dann haben wir es eh angesprochen, 23 geblockte Schüsse. Saisonrekord für den KAC in dieser Saison gegen Graz und ja, das Ergebnis hat sich sehen lassen. Und vielleicht zu uns oder für uns zur Erklärung, warum ist der KAC nicht die typische Mannschaft, die viele Schüsse blockt? Kann man das irgendwie erklären? Ja, gewöhnlich blockt man ja einen Schuss nicht aus der Nähe. Man blockt einen Schuss aus 1,5, 2, vielleicht auch 3 Metern Entfernung. Und wenn aber ein KAC-Spieler so weit weg ist vom gegnerischen Spieler im eigenen Drittel, hat er beim System des KAC etwas falsch gemacht, weil die Coaches wollen, dass der KAC fest auf den Mann geht, Druck geht, denen wenig Zeit lassen, nah am Körper zu sein. Und deswegen ist einmal grundsätzlich per se, werden eigentlich wenig Schüsse überhaupt zugelassen. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu, ich sage einmal Faktor Sebastian Dahm dazu, ist, wenn einmal ein Spieler etwas aus der Position ist und einen Schuss zulässt, ja, dann wird er wahrscheinlich den Schuss auch zulassen, wenn klare Sicht auf Sebastian herrscht, Sebastian Dahm herrscht, weil alle Spieler vertrauen ihrem Tormann hier, wenn klare Sicht ist, wenn er kein Spieler dazwischen ist, dann hat er ihn in wirklich fast allen Schüssen und da möchte man vermeiden, dass man die Sicht nimmt bzw. auch den Puck blöd abfälscht. Das heißt, es ist nicht so, dass der KAC nicht blocken will, sondern oftmals gar nicht muss, auf gut Deutsch, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, genau. Also es werden wenig Schüsse zugelassen dem Gegner gegenüber und das heißt auch, wenn die weniger Schüsse haben, dann muss ich auch weniger blocken und somit alles gut. Das ändert sich aber wie so einer Kämpferpartie gegen Graz, wo vielleicht mehr über die Leidenschaft kommen muss, über die Emotionen und dass man sich dann da reinhaut und es geht auch, wie man sieht, mit vielen geblockten Schüssen kann man auch erfolgreich sein. Genau, den Mannschaftswert haben wir schon mit 23 von diesem Spiel. Und wir haben natürlich auch die einzelnen Spieler mal rausgeklippt. Wer sind denn die Top-Blocker beim KAC, Marc? Und da ist er ganz hinten eigentlich mit Thomas Walland ist. Du nicht alles verraten? Die heißeste Aktie, das dürfen wir jetzt schon verraten. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal hinein.
ja, der härteste Mann, oder wie sagen wir dazu, ist der Thomas Walland mit 38 geblockten Schüssen bei 34 Spielen. Das ist die Zahl quasi links neben der 38. Das ist ja ein bisschen mehr als ein geblockter Schuss pro Spiel. Und wer jemals schon so einen Schuss raufbekommen hat, der weiß, dass das wehtut. Und das 38 Mal hat es eingeschlagen bei ihm. Also Hut ab. Und das ist kein Zufall, ja, dass der da so weit vorne ist. Da braucht man die Leidenschaft dazu, den Willen und den Mut auch, sich in den Schuss zu schmeißen. Auch das muss man sehr hoch anrechnen. Und vielleicht, da haben wir die nächsten dann, die 2, 4, 6, die Top 7 vom KC, aber vielleicht Position 3, wenn wir den hervorheben wollten, weil da oft wird einmal geredet, Postball, ja, der ist ja nur offensiv so stark. Nein, schauen wir mal. 21 geblockte Schüsse, ja, deutlich weniger absolut als Thomas Walland, aber nur 21 Spiele, also der ist ganz klar auf dem Ansatzschnitt unterwegs. Also der macht auch eine richtig gute Arbeit da hinten bei den geblockten Schüssen. Und vielleicht noch zu erwähnen, wer mit Thomas 100 Pfund auch ein Stürmer, der viele Blocks dann auch nimmt mit 15? Ja, da sind eben die Stürmer. Thomas 100 Pfund ist ja ein bisschen größer, der hat ja mehr Fläche wahrscheinlich dann. Ach so was. Spaß beiseite. Auch da sehen wir es. Aber Stefan Geier, die da Schüsse wegblocken. Daniel Obersteiner. Also kann man ja viele aufzählen. Und ein gutes Zeichen für die Truppe. Du wärst ja nicht unser Experte, Marc. Wenn du nicht immer für alles auch einmal eine Analyse-Szene dann raus geklippt hättest für uns. Ich glaube, du hast uns auch was mitgebracht mit unserem Analyse-Tool, mit dem Spideo. Es geht ums Schussblocken. Ja, vielleicht vorausgesetzt. Wir werden sehen, dass es eher da von Thomas Walland ein zufälliger Block war. Ich tue aber jetzt in der nichts zur Sache bei dieser Analyse, weil es geht darum, zu zeigen, wie wichtig geblockte Schüsse sind und wie schnell es dann zu einem Gegenangriff kommen kann. Und ich glaube, eine bessere Szene als diese gibt es nicht. Und deswegen habe ich die jetzt herausgezogen. Es ist jetzt nicht ein klassisches Beispiel, wie blockt man den Schuss richtig. Ich glaube, da werden wir mal ein eigenes Magazin machen. Da werden wir die großen Postmarder auf die blaue Linie aufstellen und du brauchst ja gar keine Ausrüstung. Und wir zeigen dann auch, wie du richtig blockst. Ja, mutig genug bin ich. Gute, ja. Oder fit genug, ja, das weiß jetzt nicht genau. Mut kann man nicht kaufen, aber jetzt gerne zur Analyseszene. Scheibe geht tief, liegt da unten schon drinnen. Guter Vorcheck in dem Fall von Graz. Gutes Zweikampfverhalten. So, und jetzt kommt der Puck hier rauf auf den Verteidiger. Michael Beubin ist es in Schwarz, Nummer 28. Und wir beobachten den Zweikampf da vom Tor rund um Thomas Walland. Beubin bekommt jetzt die Scheibe, hat viel Zeit, macht auch alles richtig, bringt den Schuss an, schön aufs Tor. Und jetzt wird er gleich hinten einschlagen im Wadl, ja, vom Thomas Walland. Ja, wenig Schutz da hinten, aber guter Zweikampf. Sicht ist jetzt, sein Blick ist jetzt nicht auf die Scheibe, aber jetzt hat er es gespürt. So, und jetzt springt die Scheibe aber wieder vorne her. Und die Stürmer, schau, 1, 2, 3. Innerhalb von einer wahrscheinlich halben Sekunde wird aus einem Torschuss ein gefährlicher Konter. Wir tun jetzt die Perspektive kurz ändern, kurz einstellen und lassen es jetzt laufen. Nämlich da ein wunderschöner Pass auf Thomas 100 Pfund und das Ende kennen wir, nämlich da schlägt es ein, der Kapitän war es. Ja? Also eigentlich 3-4 Sekunden zuvor Chance von Graz, dann guter Block, gewollt, nicht gewollt von Thomas Walland und schon geht die Reise los in die andere Richtung, Konter, Tor. So schnell und so schön ist das Eishockey. Marc, perfekt. Also Schüsse blocken als Erfolgsrezept und vielleicht sogar als Assistgeber dann auch für Thomas Walland. Ja, soweit war eigentlich die Woche vom KAC. Wie gehört alles immer kurzfristig auch für uns, auch in der Vorbereitung und wie die Woche des KAC ausschaut? Ja, was dann wirklich ansteht, das weiß unsere Ringside-Reporterin Dina Dien. Ja, nachdem die Liga das für gestern angesetzte Heimspiel gegen den HCB Südtirol wegen medizinischer Vorsichtsmaßnahmen verschoben hat, ist derzeit noch offen, wie die nähere Zukunft der Rotjacken aussieht. Das nächste planmäßige Spiel wäre am Freitag gegen den HC Bustertal. Das Team aus Südtirol konnte am 4. Januar ihr letztes Spiel absolvieren und musste dann am 5. Januar pandemiebedingt zwischenzeitlich den Trainings- und den Spielbetrieb aussetzen.
Ja, ob am Freitag dann tatsächlich gespielt werden kann, steht noch nicht fest. Was aber klar ist, ist, dass die Rotjacken ihre Vorbereitung auf das kommende Wochenende ein bisschen abändern werden. Heute Montag und morgen Dienstag ist trainingsfrei. Die Mannschaft kehrt dann am Mittwoch zurück in die Kabine. Am Morgen werden dann wieder die routinemäßigen PCR-Tests durchgeführt und für den Nachmittag ist dann wieder das gemeinsame Eistraining geplant. Neben dem Spiel gegen den Liga-Neuling am Freitag wäre diese Woche auch noch das Derby gegen den VSV geplant, welches am Sonntag in Klagenfurt stattfinden sollte. Ob diese beiden Partien dann tatsächlich gespielt werden, werden wir erst im Laufe der Woche erfahren. Soweit ein kurzes Update. Zurück zu euch, Joschi und Marc. Danke, Darlene. Also eines ist klar, dass gar nichts klar ist. Das offizielle Wording bei uns vom KAC ist dann, Marc. Ja, wir fahren auf Sicht. Aber es ist einmal so, es hilft eh nichts. Bringt dir nichts, ja Mann, wir machen das Beste draus. Also wir bereiten uns definitiv vor, für den Freitag einmal für das Spiel gegen Bustertal. Und wenn Sie möchten, wir würden uns freuen, dass Darby nicht am Eis mit uns zwar, sondern da oben mag im Livestream. Bitte seid dabei, alle Infos ja, auf wir TV. Wir drücken fest Punkt die Daumen, Entschuldigung, jetzt habe ich die. Du darfst deine reden. Nein, weil es ist ein Freitag, ich drücke allen die Daumen, dass das Darby stattfindet dann mit dem kommentierten Livestream. So, tv.kc.at. Und damit bleibt uns nur eines wirklich zu sagen am Ende. Kommen Sie in die Halle, wenn es nur geht, schauen Sie uns im Stream zu. Und das Allerwichtigste, bleiben Sie gesund. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. The Champions. This game was made for champions.